Wunderbar, da sind wir zurück. Ja, wir sind zurück. Herzlich willkommen zurück zur Speakers Corner. Und wir machen direkt gleich weiter mit dem nächsten Beitrag von Carolina Kaczmarczyk und Daniel Heinz von der Fachstelle für Jugendmedienkultur. Und euer Thema ist Mindful Gaming in der medienpädagogischen Praxis. Herzlich willkommen hier im Publikum im Jupiter und herzlich willkommen vor den Bildschirmen, Smartphones, wie auch immer ihr zugeschaltet seid auf Twitch. Und ich gebe das Wort ab an Carolina und Daniel. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber Heiko. Und auch alle, die zusehen. Genau. Unser Thema ist Mindful Gaming in der Jugendarbeit. Wir sind eigentlich auch MedienpädagogInnen, wir beide, und teilen auch so jede Menge der Arbeitsfelder mit dem Dejan, der vorhin gesprochen haben. Kurz zu uns, also mein Name ist Daniel Heinz, ich bin Fachbereichsleiter Games bei der Fachstelle für Jugendmedienkultur und dort betreue ich so unter anderem Angebote wie den Spieleratgeber NRW, den ja vorhin der Dejan auch schon erwähnt hat. Der wird jetzt dieses Jahr 18 und ich habe durch den Spieleratgeber auch mein Hobby mit dem Beruf sozusagen verbunden und konnte meine Leidenschaft zum Gaming auch zum Beruf machen. Und du, Caro? Ja, ich bin Carolina Kaczmarczyk und ich bin eigentlich nicht im Fachbereich Games, aber heute darf ich mit Daniel diesen kurzen Vortrag hier machen. Ich bin nämlich bei der Fachstelle in zwei Projekten tätig, nämlich beim Jugendhilfe-Navi bzw. bei Konzeptopia. Das sind Projekte, die zusammengehören, wo es um Medienkonzeptentwicklung geht. Und dann noch das Projekt Partizipat Medienkunstpädagogik. Das ist ein interdisziplinäres Projekt an der Schnittstelle von kultureller Bildung und Medienpädagogik. Genau, ich würde sagen, da starten wir auch direkt. Nicht erschrecken, wir haben ein paar eher theoretische Folien mitgebracht. Danach stellen wir aber auch noch natürlich Games und auch Beispiele aus der Praxis vor. Genau, das erste ist Mindfulness bzw. Achtsamkeit. Das ist ja ein Begriff oder sind Begriffe, die man natürlich jetzt ganz, ganz oft hört. Und deswegen haben wir so ein bisschen zusammengestellt, was das eigentlich bedeutet. Und zwar ist es so, dass wir natürlich als Menschen mit unseren Gedanken immer irgendwo anders sind. Ne? Wir kennen das, man ist irgendwie in der Vergangenheit, in der Zukunft, man macht sich ständig Sorgen. Und vor allem zerdenken und bewerten wir auch Situationen, unsere Lebensumstände immer irgendwie auch mit der Hoffnung, dass es auch irgendwann besser wird. Und Achtsamkeit ist damit auch das genaue Gegenteil. Also es geht wirklich darum, im Moment zu sein, nicht zu bewerten, sondern wirklich quasi auch Momente zu genießen und auch viel achtsamer eben mit der Umgebung und mit den Mitmenschen umzugehen. Das ist ganz schön, weil man eben auch die Mitmenschen und auch die Umgebung und ja, die Natur zum Beispiel auch ganz neu entdeckt. Man entdeckt Kleinigkeiten und Details, die vorher noch nicht aufgefallen sind. Also man ist jetzt viel mehr im Jetzt. Leider ist eben dieser Zustand der Achtsamkeit eben nicht normal, was sehr schade ist, was aber natürlich auch daran liegt, in welcher Gesellschaft wir quasi leben. Eine Gesellschaft, die quasi immer anstrebt, immer schneller und besser und weiter zu gehen. Und deswegen ist eben Mindfulness bzw. Achtsamkeit jetzt oder großes Thema. Und einerseits eben auch in der Therapie zum Beispiel, aber auch zum Beispiel auch in Form von Tätigkeiten oder Übungen, die man auch sozusagen zu Hause machen kann. Also sei es meditieren, in der Natur sein, Medien weglegen zum Beispiel gehört auch dazu. Damit kann Achtsamkeit oder Achtsamsein gelernt werden oder erreicht werden. Aber nicht nur das Medien weglegen kann Achtsamkeit fördern, sondern, wenn du kurz weitergehst, Spiel nämlich auch. Dadurch, ne, das ist ja unser Thema, Mindful Gaming. Wir haben uns so ein bisschen zusammengestellt, warum das besonders irgendwie spannend ist und warum generell Spiele überhaupt Möglichkeitsräume eröffnen, in denen Achtsamkeit gefördert werden kann. Spiele sind eben Möglichkeitsräume und das sind ganz wichtige Möglichkeitsräume, wo zum Beispiel an der eigenen Identität gearbeitet werden kann. Man kann sich ausprobieren, man kann neue Identitäten annehmen und da ganz viel über sich herausfinden. Spiele ermöglichen auch im Jetzt zu sein. Da geht es einfach viel darum, eben abseits von Raum und Zeit sozusagen unterwegs zu sein und dadurch auch diesen Flow-Effekt und diese Immersion zu ermöglichen, also diesen Zustand, wo man total aufgeht und sich selber verliert und wirklich im Spiel drin Spiel aufgehen kann.
Und dadurch braucht man natürlich auch ganz viel Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit ist sehr gut, weil natürlich auch so eben Achtsamkeit gefördert werden kann. Es geht nämlich darum, einerseits mit anderen Charakteren zu interagieren, aber auch natürlich die Spielwelt zu erkunden und Aufgaben zu bewältigen. Und oftmals, das werden wir gleich feststellen, dass es nicht immer so ist, aber die meisten Spieler haben ja zum Beispiel auch klare Anweisungen und vor allem auch multisensorische Rückmeldungen, die eben auch nochmal diese Achtsamkeitspraxis sozusagen mehr ermöglichen und vor allem eine Achtsamkeitspraxis, die auch selbstständig ermöglicht werden kann, mit einem direkten Feedback auch. Und was besonders schön auch an Spielen ist, dass man eben auch offen für Neues sein muss, also für neue Situationen, für neue Spielcharaktere. Und das ermöglicht es eben auch quasi im reellen Leben sozusagen, auch mit neuen Situationen umzugehen, neue Erfahrungen zu machen oder vielleicht auch sich auf neue Emotionen einzulassen. Und natürlich auch im Zuge dieser Interaktion mit anderen ist eben auch die Perspektivübernahme und die Empathie besonders wichtig, was eben für diese Achtsamkeitspraxis besonders wichtig ist. Okay, Studien gibt es dazu auch wenige und auch vor allen Dingen sehr theorielastige. Wir haben uns jetzt mal hier was aus dem deutschsprachigen Raum herausgefischt und zwar vom Game-Verband. Der hat einfach mal gefragt und der Großteil der Gamerinnen und Gamer, die ordnen dem Spiel positive Effekte für auf die mentale Gesundheit zu. Also zum einen, dass das Gedächtnis trainiert wird, dass es für Entspannung sorgt, das Wohlbefinden steigert und das steht natürlich im Kontrast zu dem, was jetzt oftmals als Zuschreibung auch läuft, im Sinne von aggressionsfördernd oder suchterzeugend, was natürlich auch eine berechtigte Kritik teilweise ist. Aber man muss natürlich beide Pole sehen und wir haben jetzt mal ein paar Spielbeispiele auch mitgebracht von Games, die wir identifiziert haben und die wir den wir diese Mindfulness zuordnen. Caro, du machst das erste Spiel und ich lasse ein bisschen Trailer im Hintergrund laufen. Dankeschön. Das erste Spiel, was wir mitgebracht haben, ist Everything vom Künstler David O'Reilly aus dem Jahr 2017. Und Everything ist ein Art Game. Und dieses Spiel ermöglicht wirklich alles zu sein, von irgendeiner Ameise bis zu einem Blatt. Es kann alles gespielt werden. Und auch die Bewegungen, die im Spiel quasi getätigt werden, sieht man ja hier nicht besonders realitätsnah. Und gerade dieser humoristische Anteil und auch einfach die Möglichkeit, alles zu sein, ja, ist besonders achtsamkeitsfördernd. Es gibt auch kein Spielziel, es gibt kein Belohnungssystem. Demnach sind quasi, ja, oder ist den Spielenden komplett freigestellt, wie sie auch dieses Spiel erleben und was sie damit machen wollen. Besonders spannend ist auch noch dazu, dass im Hintergrund ab und zu mal Zitate von dem Philosophen Alan Watts kommen, was das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, deeper sozusagen macht. Also sich quasi aktiv mit der Gesellschaft auch auseinanderzusetzen, anhand der Zitate zum Beispiel, aber auch mit der eigenen psychischen Gesundheit. Und gerade dieses Spiel ermöglicht eben, wirklich komplett im Moment zu sein und auch die Objekte neu kennenzulernen, die Natur neu kennenzulernen. Und einfach quasi genau etwas zu leben, was so auf jeden Fall nicht möglich wäre, wie man das ja auch gerade so schön sieht. Genau, wenn du mal kurz weitergehst, haben wir noch ein weiteres Spiel mitgebracht, nämlich Absu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ein Spiel, wo man quasi die Rolle eines Tauchers einnimmt in einem riesigen Ozean. Und nachdem man eben auf der Meeresoberfläche aufgewacht ist, kann man die Unterwasserwelten untersuchen und entdecken. Also die ganzen Pflanzen, die Tiere erforschen, aber auch zum Beispiel antike Technologien und versunkene Ruinen können dort entdeckt werden. Und im Laufe des Spiels werden eben neue Gebiete freigeschaltet und quasi die Umwelt kann entdeckt werden. Und was hier besonders spannend ist und natürlich im direkten Zusammenhang mit der Achtsamkeitsförderung, ist, dass meditiert werden kann. Und diese Meditation führt dazu, dass überhaupt sich wirklich auf die Meeresbewohner konzentriert werden kann und dass überhaupt ja, quasi dieses Erleben ermöglicht wird. Also allein diese Ästhetik des Spiels, wie man hier sieht, aber auch die Art des Gameplays, aber auch diese Meditation ermöglicht es eben, komplett einzutauchen und so ein bisschen alles andere drumherum zu vergessen und wirklich sich auf den Moment zu konzentrieren.
Genau. Ein Spiel, was ich glaube ich gar nicht vorstellen muss, ist Animal Crossing. Und wir finden, dass das während der Corona-Pandemie eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, weil als im März dieser Lockdown anstand, wurde gerade Animal Crossing released und hat ganz viel auch zur psychischen Gesundheit unserer Meinung nach beigetragen. Also ich selbst habe eine Tochter, die ist jetzt 12, ja, die hat ganz viel Animal Crossing gespielt. Die hat dort sich mit ihren FreundInnen getroffen, die haben ihre Insel verglichen und ja, sie hat das immer mal genommen, um halt auch mal ein bisschen Abstand von ihren Eltern oder von Homeschooling zu bekommen, und ist natürlich auch ein ganz gutes Beispiel für diese Effekte, die Games haben können. Ich überspringe jetzt mal im Wissen, dass das zwar gute Beispiele sind, aber dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Zwei Games, die wir aber gerne im Nachhinein nochmal zur Verfügung stellen können, und wollen noch kurz was über die Jugendarbeit sagen. Caro, Minecraft, Klangbildgalerie, was hast du dazu zu sagen? Genau, das ist ein Projekt, was in Kooperation mit der Fachstelle bzw. dem Projekt Partizipat entstanden ist, was ich ja gerade erzählt habe, und dem Institut Spawnpoint. Es ist ein ganz frisches Projekt und dort ging es darum, mit Kindern und Jugendlichen herauszufinden, wie eben Geräusche, Klänge und Musik unsere Wahrnehmung, unsere Stimmung auch beeinflussen können. Und dafür haben sich zum Beispiel die Fragen gestellt, wie zum Beispiel, oder ob Naturgeräusche tatsächlich beruhigen, welche Stimmung macht mich traurig, welche Stimmung macht mich glücklich. Das Ganze wurde dann quasi produziert, also die Geräusche und die Klänge und die Musik, und wurde dann übertragen in Minecraft. Und das Projekt ist besonders irgendwie schön, weil es einerseits Medienkompetenz fördert natürlich, aber es geht auch darum, wirklich ja quasi über Emotionen und die Stimmung zu sprechen. Und sich auch selber aktiv virtuelle Räume zu schaffen, wo man eben Achtsamkeit fördern kann, wo man das Wohlbefinden steigern kann. Genau, so kurz zusammengefasst. Genau, ich würde jetzt auch noch mal ein Spiel vielleicht kurz vorstellen. Und zwar, man kann natürlich auch Achtsamkeit in dem Sinne fördern, dass man sich mit unterschiedlichen Rollen in Games auseinandersetzt oder mit verschiedenen Themen. Ein Spiel, was das sehr gut macht, ist zum Beispiel The Unstoppables, wo man die Möglichkeit hat, sich mit Themen wie Behinderung, Inklusion und Barrierefreiheit auseinanderzusetzen, indem man die Stärken von verschiedenen Charakteren in der Spielwelt zur Rätsellösung kombinieren muss und dann einfach von der Vielfalt einer Gesellschaft lernt. Und ja, es gibt ja ganz viele tolle Beispiele. Und uns würde jetzt mal interessieren, ob euch noch gute Beispiele hierzu einfallen. Und ich gebe mal zurück an den Heiko. Ja, okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch zwei. Genau, welche Spiele fallen euch noch ein? Nehmen wir erstmal diese Frage auf. Gibt es hier Nennungen aus dem Publikum? Journey wurde genannt. Ja, hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil mir sind auch direkt ein paar Spiele durch den Kopf gegangen, die zum Thema Achtsamkeit, Mindfulness mir durch den Kopf gegangen ist. Mir ist noch zum Beispiel direkt eingefallen The First Tree, wo man mit dem Fuchs durch die Wälder streift. Das fand ich sehr spannend und sehr beruhigend. Und dann dachte ich aber so, ihr habt von dem Flow-Effekt auch gesprochen. Ich finde, da ist auch so ein bisschen versus Achtsamkeit, ne? Also durch den Flow-Effekt kann man ja auch relativ schnell in ein Spielverhalten kommen, das vielleicht dann auch, ja, nicht unbedingt Stress produziert, aber man entwickelt vielleicht was Konzentrierteres und was Stoischeres. Und da ist mir zum Beispiel das Spiel eingefallen, Mini-Metro. Das spiele ich total gerne. Das hat irgendwie so was Beruhigendes, ne? Man baut so U-Bahn-Stationen auf. Und aber irgendwann plötzlich wird es stressiger, weil irgendwie U-Bahn-Stationen ausfallen. Man muss gucken, dass man noch alle Passagiere mitbekommt. Und vielleicht, genau, es gibt keine Nennung bisher im Twitch-Kanal zu den Mindful Games, aber ich hätte sonst auch noch mal einen persönlichen Tipp: Dorfromantik. Unglaublich, unglaublich tolles Spiel, wo man eigentlich ja auch so ein bisschen, ah, okay, wie mache ich das und so, aber ich finde, das kann ich nur empfehlen, um so nach einem arbeitsreichen Tag runterzukommen und dann so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und dann muss man sich, glaube ich, also man kann da natürlich auch in diesen Flow-Effekt reinkommen, aber dann vielleicht wiederum mit sich selber achtsam sein und sagen, okay, ich versuche ein- oder zweimal den Highscore zu knacken und dann mache ich es auch wieder aus. Was Ja. mir noch aufgefallen ist, jeder versteht auch darunter was anderes. Wir haben ganz viele
Ressourcen gefunden. Da wurde zum Beispiel auch Skyrim oft als Mindful Game genannt. Und das ist ja auf den ersten Moment, wenn man das so überlegt, kein Mindful Game. Aber ich musste auch feststellen, ich habe mir irgendwann mal so Mods runtergeladen und habe das nochmal durchgespielt, wo ich einfach komplett auf Teleportfunktion verzichtet habe und bin dann wirklich so durch die Spielwelt getigert. Ja, weiß ich nicht, hab die Spielwelt halt ganz anders wahrgenommen, wie es ursprünglich gedacht war, beziehungsweise habe dann mein eigenes Spiel im Spiel gemacht. Also dieses Mindful Gaming ist natürlich auch immer ein ganz individuelles Erlebnis und das versteht auch jeder letztendlich anders, ja. Genau, hier wurde noch genannt im Twitch-Kanal Crow Home, ist sehr entspannend. Als Tipp, Gun Home, oder? Ist gemeint, glaube ich. Ne? Aber hier Gun steht Home? Crow Home. Gibt's. Gun Home, ja, ist mir auch ein Begriff. Genau. Wenn ihr noch Nennungen habt, lasst es gerne im Chat. Es wurde noch gefragt, gibt es dieses Spiel in Blay Valley? Da bin ich jetzt überfragt, welches Spiel konkret gemeint wurde. Von den jetzt vorgestellten ist meines Erachtens keins im Blay Valley zur Verfügung. Wir haben aber auch andere Spiele, die beruhigend wirken können. Guckt da mal rein. Wir haben auch hier auf jeden Fall im Jupiter noch ein Relax-Spiel im Relax-Zelt. Guckt auch gerne hier vorbei. Dann hatten wir noch eine Frage aus dem Chat und zwar: Ist ein simples Game über einen kleinen, süßen Roboter? Also, okay, wir haben was falsch interpretiert. Entschuldigung, liebe M-Boom. Also, Crow Home, Tipp aus dem Chat. Und wir haben noch eine Frage von Madame Wora. Habt ihr Ideen für Tools, mit denen man Mindful Games mit Jugendlichen selbst entwickeln könnte? Wow, das ist die Masterfrage. Also, das hängt ganz von den Skills der Jugendlichen ab, will ich mal sagen. Also, aber jetzt so ein einfaches Tool, dass man so von jetzt auf gleich lernen kann, würde mir jetzt nicht einfallen, nein. Okay. Also mir fällt direkt Draw Your Game ein, das ist jetzt nicht direkt in Verbindung zu einem achtsamen Spielen quasi, aber da kann man eben auf Papier sozusagen Level zeichnen und je nachdem, wie aufwendig man das gestalten kann und wie talentiert man sozusagen im Zeichnen ist, kann das auch auf jeden Fall ganz cool sein und auf jeden Fall damit Verbindung gebracht werden. Oder das, was du ja vorhin vorgestellt hast, ich meine, in Minecraft kann man natürlich auch irgend sowas bauen. Stimmt. Also das ist natürlich auch, das gibt auch jede Menge Möglichkeiten und da kann man mit Sicherheit auch so eine Mindful Experience sich bauen. Ja, ja, um noch mehr Game-Dropping sozusagen zu machen, mir ist noch durch den Kopf gegangen, Firewatch hat auch irgendwie was Beruhigendes, aber auch ein hartes Thema. So, aber ich habe es sehr gerne gespielt, ist auch nicht so lange. Abschließende Frage, liebe Caro, lieber Daniel, die Games, die ihr genannt habt, also klar, man kann sich jetzt den Stream nochmal nachgucken, kann nochmal anhalten, kann sich das aufschreiben, aber habt ihr irgendwie eine Sammlung, kommt man da an was ran, wo kann man das vielleicht nochmal nachlesen, um dann vielleicht nochmal in Ruhe sich, sei es eine Webseite oder ein PDF runterladen und dann ganz in Ruhe nochmal nachzuschauen und ein Spiel nach dem anderen auszutesten? Es gibt verschiedene Ressourcen im Internet und also wirklich ganz, ganz viele. Ich habe zum Beispiel einen Channel gefunden auf YouTube, der nannte sich Wholesome Games. Da kann man sich verschiedene Sachen anschauen oder man gibt einfach bei YouTube mal Mindful Gaming ein. Wir planen auch gerade beim Spieleratgeber einen Artikel zu dem Thema, wo wir einfach mal so ein paar Experiences sammeln, wo man sich inspirieren lassen kann. Wunderbar, dann würde ich vorschlagen. Einfach schreiben. Ja, okay, dann schreibt die Fachstelle an und ich würde sonst vorschlagen, lieber Dejan, wenn du gerade auch noch zugeschaut und zugehört hast, mach doch gerne mal eine Folge im Game-Based Podcast über Mindful Gaming und dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dann in den sogenannten Show Notes alle Games aufzuführen und es nachzuspielen. Liebe Caro, lieber Daniel, ein letztes Mal herzlichen Dank. Ich glaube, es gibt hier ein bisschen Applaus noch auch aus dem Jupiter für euch. Vielen Dank dafür und wir machen wieder eine ganz, ganz kleine Pause. Dann sehen wir uns gleich mit Thomas Moll und er wird uns über seine Spieleentwicklung von The Office Job und anderen Dingen erzählen. Short break and then we'll be back in a few minutes to talk about behind the scenes of Office Job. See you.